Ach, und da fällt mir auch noch eine Baustelle ein. Die Treppe der Höhle. Hier ist zu? Ja. Oh, Moment, da hinten ist noch offen. Ach, ist doch egal. So. Und zwar genau die Baustelle hier. Oh, hallo, Nyan Cat. So, lassen wir mal hier rein. So. Ab nach unten auf der Suche nach Obsidian. Wenn ich doch nur wüsste, das ist schon wieder so lange her, wo diese Stelle war, wo ich hier Obsidian abgebaut habe. Eine gute Frage. Ich vermute mal ein Stückchen weiter unten. Ne? Aber Moment. Wir brauchen ja hier ein bisschen andere Musik. So. Und da haben wir auch noch einen Seitenarm, der erforscht werden muss. So, war das hier unten? Könnte richtig sein. Ah, gefunden. Wie viel brauche ich da jetzt? 4 Stück. Nur kurz gucken, dass hier keine Gegner kommen. Oh. Na komm. Einer? 3 Stunden später. Nummer 2. Und ich glaube, ich werde wirklich mal ein paar mehr abbauen. Auch wenn das ein bisschen länger dauert. Aber man weiß ja nie, für was man die brauchen kann. Man weiß es nie. Vielleicht irgendwann für ein zweites Portal. Keine Ahnung. So, das war Nummer 4. Ich baue jetzt mal die hier sind, ab. Und schmeiß die dann mal in die Kiste. Ja, ja, komm, du schaffst es. Ja, meine Diamantspitzhacke muss schon einiges aushalten, ne? Und ich könnte wirklich mal diesen einen Seitenarm noch kurz erforschen. Weil wir sind ja eigentlich noch in der Nähe unseres Hauses. Da dürfte eigentlich das Zeug, glaube ich, trotzdem wachsen. Ja, das heißt dann, wir haben 11 Stück. Ja, die sollten vorerst mal reichen. Ich weiß zwar, falls wir uns ein Portal bauen wollen, brauchen wir noch welche. Vielleicht stoßen wir auch noch auf welches. Keine Ahnung. Oh, diese Horrormusik. Warum habe ich die überhaupt in meine Playlist? Weil es passt. Weil es passt. Es muss so sein. Na komm. Geh kaputt. So, da mal hier ein bisschen was wegnehmen, um das Loch wieder zu füllen. Soll ja im Prinzip wieder normal aussehen. Nicht, dass ich hier noch reinfalle und es steht auf einmal ein Creeper vor mir. Wäre mal voll uncool. So. Oh Gott, was haben wir denn da oben wieder? Oh Mann. Mann. So, ich glaube, hier ging es lang. Glaube ich. Meine ich. Kann das sein? Und zwar genau hier. Da möchte ich mal kurz... Oh, reingucken. Stirb. Ja. Spinnen, da kriegt man ja Gänsehaut. Genau, hier war nämlich noch einiges an Zeug, das ich mitnehmen wollte. Jetzt gammel ich hier schon wieder in der Höhle rum. So. Nein, den wollte ich nicht. So, hier wieder einen hinsetzen. Genau. Dann das Eisen auch noch mitnehmen. Der passt nicht. Autsch. Nein. Moment mal, das geht doch auch so. Dann kann man hier hochgehen. Das passt so. So, wir brauchen natürlich wieder ein bisschen Licht.
Ich habe doch da, glaube ich, schon wieder irgendein Monster gehört. Hallo? Nein. Hier ist doch was. Ein Enderman. Na klar. Komm mal her. Au. Ja. Ach du Scheiße, die geht ja hier. Haha. Eigentlich wollte ich ja nur mal kurz hier rein. Aber wer weiß, vielleicht findet man noch ein, zwei Diamanten. Dann kann ich mir nämlich hier mal Diamantwerkzeuge machen. Und für unseren... Okay, wir haben zwar noch ein paar Diamanten, ne? Aber man könnte sich hier auch mal, wie gesagt, nachdem wir den Zaubertisch hier fertiggestellt haben, vielleicht doch noch irgendwann mal ein Diamantwerkzeuge, dass wir hier ein bisschen mit der Diamantspitzhacke rumlaufen können. So. Nein. Oh mal hier vorsichtshalber eine Fackel hinsetzen. Und die Kohle natürlich auch mitnehmen. Ich weiß, wir haben schon sehr viel Kohle, aber man weiß ja nie. Die Lager müssen voll werden. Und ich habe eh schon was geplant. Und zwar werde ich irgendwann auch so ein schönes Lagerhaus bauen. Mit, keine Ahnung, 100 Kisten oder so. Nee, so viel nicht, aber ein paar dürften es dann schon werden. Was ist denn das? Hier werde ich mal zumachen bei meinem Skill. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn da bitte hochkommen? Ah, was hätten wir denn da? Lapis Lazuli? Ah, dramatische Musik für eine dunkle Höhle. So, mitgenommen. So, hier ist nichts mehr. Das heißt, ich werde vielleicht versuchen, hier doch ein bisschen an der Lava vorbeizukommen. Und zwar mache ich es mir da eigentlich ganz einfach. Das müsste ja hinhauen. Und ich sollte vielleicht mal was futtern, dass ich hier meine Herzen wieder auffüllen. Wäre auf alle Fälle eine Maßnahme. Kann ich... Den müsste ich wegnehmen können. Und den auch. Oh, ich mache hier schon wieder... Sachen, die ich eigentlich nicht machen sollte. So, einmal hier rauf. Nein, nicht den wegnehmen. So, und es wird wahrscheinlich für euch schon wieder zu dunkel. So, dann werde ich hier mal einen Blick riskieren. Hallo? Da wird wahrscheinlich jetzt gleich Lava runterkommen. Ich habe es irgendwie so im Gefühl. Bin ich hier zu tief? Moment mal. Hopp. Dann eben so. Wäre gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen. So. Den wegnehmen. Oh. Es wird heiß. So, dann werde ich hier mal einen Blick riskieren. Ah, müsste passen. Ah, ich war hier zu tief. So, ein Stein muss her. Denn die Lava muss weg. So, wo geht's denn hier weiter? Mal die Kohle mitnehmen. Immer so ein bisschen nach rechts gucken. Ding, ding, da kommt wieder mehr Erfahrung ins Haus. So. Dann mal kurz hier weiter gucken.
Wo geht's denn hier hin? In eine Sackgasse natürlich. Wohin sonst? War wieder die Mühe umsonst? Aber dafür ist hier eine epische Kohleader. Die hier fällt mir gleich irgendetwas auf den Kopf. So. Oh, nicht schlecht, was hier Kohle rumsitzt. So, dann einmal wieder zurück. Hier könnte man noch eine Fackel anbringen. Ist natürlich die Frage, ist da drunter irgendwas? Na klar. Da drunter nicht, aber dafür da hinten. So, da ist die Lava auch weg. Okay, ich wollte nur gucken, nicht, dass hier irgendwie so ein kleiner Lavafluss nach unten geht. Wow! Zum Glück bin ich da noch nicht weitergegangen. Aber den brauchen wir sowieso für unsere Wege. Den nehme ich doch gleich mal mit. Wenn hier schon so ein richtig schönes Vorkommen ist. Wir sind noch ein bisschen zu hoch, um Diamanten zu finden, ne? Die Musik erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Harry Potter. Ich kann mir nicht helfen. So. Licht. Wieso ist hier so viel Kohle? Und eigentlich müsste ich mal wieder in Richtung unserer Minen, unseres Minenschachtes, um hier ein paar Schienen mitzunehmen. Wow! Au! Dankeschön! Achso, das war ein Knochen. Ich dachte jetzt schon, der hätte mir einen Bogen hinterlassen. Oh Gott, ich finde doch nie... Ja klar, ich bin unter meinen Feldern. Hallo Zombie. So. Und ich denke mir schon immer, warum knurrt es so unter meinen Feldern? Ja, jetzt weiß ich warum. War hier nicht gerade noch irgendwas? Ja, ein Zombie. Au. Da ist das Schwert hinüber. So. Da komme ich nicht ran. Ach, lassen wir doch die Kohle Kohle sein. Ich hab's doch gesagt, unter meinem Feld... ist eine Höhle. Die dann gleich mal ausleuchten, ne? Oh, schon wieder eins. So. Dass hier nichts mehr spawnen kann. Fucking. Oh, hier geht's. Na klar. Na klar. Es ist so klar. Uah, Zombie. Stirb. Ich höre hier einen Huhn. Ey, ist hier ein Spawner oder so? Könnte man ja fast meinen. So. Gott, die Höhle ist ein bisschen lang. Aber nur ein kleines bisschen. Ja. Das ist immer das. Da geht man kurz in eine Höhle. Nur kurz. Und was passiert? Man findet hier einen epischen Höhlengang. Na klar, Eisen ist hier natürlich auch gleich noch. Das nicht gerade wenig. So.
Licht. Oh, die Musik. So, ich bleibe mal bei meinem Schwert, beziehungsweise auf den Fackeln. Oh, Creeper. Hallöchen. Na du? Hallo? Genau, spreng dich selbst. Du hast es verdient. Oh, das noch mitnehmen. So. Da unten ist noch ein Creeper. Also hier muss irgendwo, ich weiß nicht, aber es kommt mir so vor, als wenn hier irgendwo Monster-Spawner wären. Würde mich ja eigentlich mal freuen. Einen haben wir, glaube ich, schon gefunden, ne? So. Hier geht's doch wieder nach unten, oder? Na klar. Wow! Du Arsch! Du Arloch! Ich hasse dich! So. Hier sollte ich vielleicht mal zumachen. Boah, nicht da runterfallen. Erstmal hier weiter gucken. Ich glaube, ich weiß schon, warum ich damals den Höhlengang nur mal markiert habe. Der ist ja riesig. So, hier haben wir zumindest schon mal wieder eine Sackgasse. Und hier oben geht es ja auch schon wieder weiter. Oh. Sollen wir hier die Lava beseitigen, dass das Ganze ein bisschen schneller geht? Nächste Spitzhacke geht da drauf. So, ach du Kacke. Seht ihr das? Wahnsinn! Ach nee, oder? Na klar. Oh, was habe ich mir dabei gedacht, hier runter zu gehen? Na klar. Ach du Scheiße. Du elendes Skelett! Na, Creeper, traust du dich nicht raus? Au! Ins Kreuz schießen traust du dich, ja? Uah! Rümps! Oha. So. Sackgasse. Okay. Ich bin hier schon wieder so angespannt. Weil ich hier nie wieder zurückfinden werde, weil ich mir keine Waypoints gesetzt habe. Ja. So. Was hätten wir hier? Ey, Wahnsinn! So viele Monster. So, ist hier irgendwas? Nein. Okay, dann hätten wir diesen Gang auch erkundet.